Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich heute in La Chaux-de-Fonds. Eine sehr interessante Stadt. Ich werde jetzt hier meine Wanderung beginnen. Was hingeht, lasst euch einfach überraschen. La Chaux-de-Fonds ist übrigens die höchstgelegene Stadt in Europa. Wir sind im Durchschnitt auf etwa 1000 Meter über Meer. Also ganz interessant da oben. Auch hier in der Nähe ist der höchstgelegene internationale Flugplatz, auch von Europa. Also ganz interessant hier. Ja, ein wahnsinnig hohes Haus. Ein Blick zurück nach La Chaux-de-Fonds. Ich verzichte heute auf eine Stadtbesichtigung. Ich bin zum Wandern da und nicht zum die Stadt besichtigen. Das ist noch der vorne Bahnhof. Da geht auch noch eine Bahn durch. Ich gehe jetzt in diese Richtung hier, da hoch. Ein herrschaftliches Haus am Stadtrand von La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds ist übrigens sehr interessant gebaut. Nach einem Brand wurde die Stadt schachbrettartig wieder aufgebaut. Man kann es vergleichen wie New York. Natürlich im viel, viel kleineren Rahmen. So, jetzt bin ich froh, dass ich die Stadt verlassen konnte. Es wird jetzt dann ein bisschen ruhiger und ich gehe da weiter. Ich habe da jetzt dann einen kleinen Aufstieg vor mir. Für Campingfreunde gibt es hier noch einen großen Campingplatz mit einem Restaurant. Noch ein kleiner Teich und der ist auch wieder voller Kröten. Man hört das ganz gut. Schön da oben. Da hier geht mein Wanderweg über eine Wiese. Diese Richtung geradeaus im Tal unten ist La Chaux-de-Fonds. Da haben wir ein schönes Seitental. Und jetzt geht mein Weg hier hoch. Da drüben ist noch die große Straße für nach Neuenburg zu gelangen. Da vorne sieht man einen Teil von der Stadt. Und hier kommt auch noch eine Bahn hoch. Und da vorne endet sie, weil da die Baustelle ist. Glaube ich, die Bahn, die nach
Neuenburg führt. Wird alles saniert. Ich muss mich noch korrigieren. Es ist nicht die Bahn nach Neuenburg. Die ist ja hier schon im Tunnel. Das ist eine andere Bahn, die führt da noch in ein Seitental. Ich schreibe es dann noch unten hin, wo sie hinführt. Jetzt sieht man ganz schön auf La Chotte vorunter. Übrigens diese Straße da unten, da fahren sehr viele Autos von Frankreich nach Neuenburg. Es arbeiten sehr viele Franzosen in Neuenburg und die fahren hier unten durch diese große Straße. Schöne Fernsicht heute. Und ich gehe jetzt da hier diesen Wanderweg hoch durch eine Weide. Ist heute Morgen noch sehr nass. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt es hier. Was ein bisschen störend ist, ist unten die große Straße. Aber jetzt da sieht man jetzt, wie groß La Chotte ist. Eine große Stadt hier auf über 1000 Meter zum Teil. Das ist mein Weg, wo ich jetzt gerade hochgestiegen bin. Es ist schön da oben. Nur geht es jetzt schon wieder runter, nachdem ich einen doch ziemlich heftigen Aufstieg hinter mir habe. Da ein schönes Tal. Und hier ist noch ein typisches Jurahaus. Und da weit hinten sieht man, glaube ich, die Croix du Vin. Ja, das ist sie, hundertprozentig sicher. Da auch ganz ein schönes Tal. Und von da oben komme ich jetzt her. Schön blauer Himmel heute. Und hier kann ich jetzt wieder einen Berg hochkraxeln. Geht jetzt hier wieder in den Wald rein. Da habe ich wieder eine lange, lange Treppe. Die habe ich nicht so gerne. Diese Treppe will und will nicht aufhören. Das macht einen müde. Noch ein Blick zurück. Da von weit, weit unten kommt die schon. Ich bin schon auf 1229 Meter oben und habe mein erstes Zwischenziel jetzt dann schon bald erreicht. Aber ich muss immer noch ein wenig aufsteigen. Und da oben ist noch ein alter Bunker. Hier in diesem Gebiet entspringt die Schüss. Und kurz vor Biel ist ja die bekannte Taubenlochschlucht, wo auch die Schüss
durchfließt. Die kommt also von hier. Und da oben sind Kühe am Weiden. Ein schöner Ton. Es ist Heimat. Da auf typischen Juraweiden. Ich habe schon bald den höchsten Punkt erreicht der heutigen Wanderung. Bis jetzt macht es sehr, sehr viel Spaß. Schön da oben, he? Mit dieser alten Tanne da. Und man sieht hier sehr weit den Jura-Rhein. Auf dieser Seite runter ist leider sehr dunstig. Die Berge sieht man, aber weit, weit weg. Der Jura. Hier oben auf der Vue des Alp. Großes Hotel. Jetzt geht mein Wanderweg über diese Wiese. Da sieht man auch fast nicht, wo der Weg ist. Aber Hauptsache Natur. Übrigens, von da oben, von der Würdesalp, kann man auch auf den Chastral wandern. Aber es ist eine sehr lange Strecke. Da vorne hat es auch noch Wohnwagen. Wahrscheinlich sind das Fahrende. Jetzt steige ich in das Tal der Schüsse ab. Es ist ganz ein schönes Tal. Hier noch ein Blick zurück Richtung Müdesalp. So, jetzt geht's da runter. Da der Abstieg ist ein bisschen glitschig. Ein bisschen aufpassen. Es ist auch nicht ein oft begangener Wanderweg. Es ist ein bisschen so ein Nebenwanderweg, aber auch signalisiert. Und zum Teil fahren sie auch mit Bikes hier rauf oder runter, weil sie Spuren. So, jetzt geht es da runter. Das ist jetzt wirklich ein heftiger Abstieg. So, doch ziemlich aufpassen. Hat auch viele Wurzeln. Und ist, glaube ich, nicht ein Weg für jeden Mann. Da doch wieder ein Zwischenboden.
und gehe den Retterweg auch wieder ab. Aber schöner Wald hier im Gebirge. Heute hat die Schüss kein Wasser. Erst dann von weiter unten. Da hier runter kommt sie. Und ich bin jetzt von hier runter gekommen. Jetzt geht mein Wanderweg durch diesen ausgewaschenen Weg da runter. So abgelegen und noch ein Haus. Wobei da unten ist man dann wirklich fast wieder im Zentrum drin. Ihr seht schon bald warum. Ich bin hier an einem sehr interessanten Ort. Da kommt die Autobahn aus dem Tunnel raus. Und auf der anderen Seite geht sie gleich wieder in den Tunnel rein. Und auch da unten die Bahn, dasselbe. Das ist die wintersichere Verbindung, dass die Autofahrer nicht über das Alppass müssen, hat man hier diese Tunnels gebaut. Auch in einer interessanten Gegend, diesem Felsen da. Hier, wo ich jetzt gehe, fuhren noch bis 1895 Züge. Es waren wahrscheinlich sehr kleine, weil unterhalb gab es noch keinen Tunnel und da mussten die Züge von Biel her, die nach La Chaux wollten, hier durchfahren. Und da vorne, leider konnte ich es euch nicht zeigen, weil die andere Bahnstrecke ist ein bisschen versteckt, wurden dann die Waggons umgehängt an den Zug, der von Neuenburg kam und nach La Chaux fuhr. Es gab also eine Spitzkehre. Man hat dann ein bisschen später unten einen Tunnel gebaut und so war die Strecke hier überflüssig und wurde dann 1895 geschlossen. Jetzt dient die alte Bahnstrecke als Wanderweg. Ein wunderschöner Blick durch das Tal. Da unten irgendwo, ich glaube hier runter sogar, da vorne runter, geht die Kantonsgrenze. Hier befinde ich mich noch immer im Kanton Neuenburg. Und da auf der anderen Seite ist schon Kanton Bern. Bin da übrigens immer noch auf dem Bahndamm. Man sieht nicht mehr so viel Überbleibsel von der Bahn. Da im Wald habe ich noch unterhalb vom Bahndamm war noch eine Mauer. Die könnte noch aus dieser Zeit stammen. Aber sonst sieht man wirklich nichts mehr. Das da muss ich euch jetzt doch noch zeigen. Der Tunnel ist noch vorhanden. Aber zugeschüttet. Ich möchte also nicht mehr rein, ist wahrscheinlich gefährlich. Da unten kam also die Bahn durch. Da hier ist wieder ein schöner Wanderweg.
diesen Wald. Da ist die alte Bahnstrecke im Tunnel. Da kommt jetzt die alte Bahnstrecke wieder aus dem Tunnel raus. Der Teil da vorne ist schon eingestürzt. War ziemlich tief unten im Loch. Da geht es auch wieder ziemlich steil runter. Aber ein schöner Weg, der hier noch am Hang entlang führt. Da ist der Einschnitt, die die damals gemacht haben. Und alles von Hand, nicht das Denken. Heute wäre das undenkbar, sowas. Jetzt noch von den Masten. So, und da bin ich jetzt also wieder auf dem alten Bahndamm. Sogar noch Schottersteine. So, da stehe ich jetzt vor dem Tunnel, der nachher gebaut worden ist. Man sieht sogar durch, ich weiß nicht, ob das erkennbar ist. Das ist jetzt also die Bahnlinie von Biel nach La Chaux-de-Fonds. Ein kleines Zwischental. Bin jetzt da schon wieder am Abstieg ins Tal runter und nachher wird es wieder auf der anderen Seite hochgehen. Da sehe ich jetzt messen mal die Schüss Wasser führen. Dann Tal unten. Jetzt habe ich wieder einen steilen Aufstieg, nämlich hier hoch. Und von da hinten komme ich jetzt her. Übrigens, hier bin ich wieder im Kanton Bern. Ein schönes Tal. Dort vorne sehe ich, glaube ich, auch schon die Häuser, wo ich dann mein Ziel habe. Ist ja nicht mehr so weit. Da unten sind so typische Jurahäuser. Da auf der anderen Seite, da hier oben, da sieht man die Bahnlinie. So, es geht hier weiter auf diesem Weg. Mutterkühe mit ihren Kälbern. Ja, schön. Fressen, sind aber auch ziemlich von den Fliegen gestört. Das ist halt ein Problem im Sommer. Ein wirklich sehr, sehr schönes Tal. Die Bauern sind am Heuen, endlich, weil bis letzte Woche, eigentlich bis gestern, war hier ziemlich viel Regen gefallen.
und man konnte so nicht draußen arbeiten. Aber jetzt geht es gut wieder. Jetzt gehe ich durch ein frisch gemähtes Stück Land, mal auf einem Naturweg. Sonst ruhig, außer die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die man hört. Sonst ist es wirklich grandios da oben. Da vorne, genau, mein Etappenziel. Einen Blick zurück, nach hinten in das Tal. Momentan brennt die Sonne ziemlich stark runter. Aber es ist schön, mal einen Sommertag zu haben. Diese Kühe da haben auch Eis. Sind alle im Schatten. Und hier vorne mein heutiges Etappenziel. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich weit gewandert heute. Da ganz hinten von diesem Tal. Und hier vorne habe ich doch jetzt schon mein Ziel. Es ist nicht mehr weit. Reno, auch noch ziemlich ein großes Dorf mit sehr hohen Häusern zum Teil, sind wahrscheinlich auch ältere Häuser, aber es ist wirklich schön da oben. Einen Blick durch das Tal runter Richtung Biel. Da oben ist das Dorf, die Kirche. Das sind herrschaftliche Häuser da. Wow, das ist riesig, dieses Haus. So, jetzt will ich da nach hinten und dann hoch. Das ist fast so wie ein Städtchen schon. Ganz ein schöner Brunnen. So, jetzt nochmal ein Blick dieses Haus. Jetzt kommt ein Zug von Biel her. Blick auf die andere Seite. Und da vorne ist der Bahnhof.